Ich lag da und habe mir das unendliche Meer angeschaut. Und das unendliche Meer angeschaut und das nie endende Meer angeschaut. Und meine Haut brutzelt. Das wird immer heißer. Und es geschieht einfach nichts. Das ist die Hölle. Ja, endlich Ferien. Schön Urlaub. Wär's. Wir tun so wenigstens, als hätten wir jetzt gerade Ferien. Ja, du hast einfach Ferien. Mal du hattest gerade Ferien als Professor. Ich nicht. Ich habe immer Ferien. Nur die Sache ist die, wir können jetzt so tun, als würden wir einfach mal nichts tun. Genau das, was beworben wird, was eigentlich eine echte Auszeit ausmacht. Es gibt ja Ratgeber, es gibt Kurse und Seminare. Bestimmt aus irgendeinem Buch schon mal gelesen, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, das ist doch Schwachsinn. Das kann man ja auch. Ich finde, man kann überhaupt nicht nichts tun. Das funktioniert gar nicht. Ich glaube, es ist ein Marketing-Gag. Worum es geht, ist doch einfach, dass man keine Pflichten hat. Und das wiederum finde ich unheimlich interessant. Davon träumst du also? Davon träume ich regelmäßig. Nee, das ist doch irgendwie schon das Interessante, dass man so Mußezeit hat, dass man einfach irgendwo schlendern kann, irgendwie die Zeit vergessen kann, so wie man halt das typische Bild eines Touristen hat. Der läuft irgendwie durch die Straßen, man erkennt ihn sofort daran, weil er sich so langsam bewegt und irgendwie die Dinge länger anschaut und dann vielleicht noch fotografiert und so. Also darum geht es irgendwie. Und ich, wenn ich nicht in den Ferien bin, versuche ich mir das irgendwie im Alltag immerhin abends vor dem Einschlafen einzurichten. Und wie machst du das? Ja, ich lege halt einfach früher meine Geräte weg und dann lege ich mich aufs Bett ins dunkle Zimmer und versuche einfach meinen Gedanken nachzuhangen. Das ist eigentlich ganz nett. Ins dunkle Zimmer? Ja. Schaffst du das denn, nichts zu tun in den Ferien? Oder wie muss ich mir den Milad als Ferienmensch vorstellen? Was bist du für ein Tourist? Tust du auch einfach nichts? Liegst du einfach so am Strand und... Genau. Also als ich zuletzt an einem griechischen Strand lag, mich eingeölt oder... Bestimmt, natürlich. Das schaut klar. Schön aus. Genau, ja, sehr schön. Ich lag da und habe mir das unendliche Meer angeschaut. Und das unendliche Meer angeschaut und das nie endende Meer angeschaut. Und meine Haut brutzelt. Das wird immer heißer. Und es geschieht einfach nichts. Das ist die Hölle. Es gibt Findest du andere Beschreibung der Hölle, als da am Strand zu liegen. Das ist doch kompletter Quatsch. Brutzelst du etwa nicht? Ja, ich brutzle gerne. Ich finde das wunderbar. Ich mache nicht unbedingt Strandurlaub, das nicht. Aber ich finde zum Beispiel, in der Schweiz gibt es ja unfassbar viele Seen. Und ich habe meinen Wohnort auch nach einem See ausgesucht, damit ich brutzeln gehen kann. Aber nee, ich liege extrem gerne in der Wiese und lese dort ein Buch. Und was ich auch total gerne mache, ist einfach dort liegen, und den Wind zu hören und die Wolken ziehen zu sehen. Und ich finde es wunderbar, wenn ich dabei denke, ich werde braun dabei. Es ist wunderschön. Okay, aber schau mal, du liest ein Buch dabei. Das macht, glaube ich, den Unterschied. Das ist nicht mehr nichts tun, ich habe gecheatet. Ja, genau, genau. Und ich glaube, wenn du das Buch jetzt weglassen würdest und nur daran denken würdest, wie wirst du jetzt braun und was für eine braune Stufe du erreicht hast, dann würde ich mir Sorgen machen. Es gibt viele Menschen, die das tun. Also das können wir nicht in Abrede stellen. Es gibt viele Menschen, die gerne Urlaub machen, die gerne Ferien machen. Und du verurteilst alle die, die am Strand liegen, sich brutzeln. Nein, ich bewundere sie, dass sie das überhaupt aushalten können, so lange einfach nur rumzuliegen. Die Frage ist, warum lieben sie das? Hast du eine Erklärung dafür? Ja, schon, weil es eine Form von Auszeit ist. Eigentlich genau das, was ich zuvor gesagt habe, dass du mal keine Tätigkeiten hast und dass du nicht immer gezwungen bist, Dinge zu produzieren, abzuliefern. Obwohl, und das ist ja ganz interessant, ein gewisses Maß an Tätigkeit ja eigentlich sehr glücklich macht. Man kennt ja diesen bekannten Flow, in den man reinkommt. Und damit der entsteht, muss eine gewisse Form von Beschäftigkeit aufkommen, also auch eine gewisse Form von Herausforderung. Ja. Das würde mich schon noch interessieren, weil du jetzt das so zurückgewiesen hast. Kannst du mit Entspannung was anfangen? Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, ich nehme es dir auch nicht ab, dass das so ist, weil ich stelle mir vor, dass man etwa in Ferien geht, um einfach nichts zu tun. Weil das kann man ja auch dann in deinem dunklen Schlafzimmer ja tun, wie du es auch jeden Abend machst. Da muss man ja nicht in Ferien gehen. Man kann ja auch zu Hause einfach nur rumhocken. Nee, aber es ist ja schon nicht rumhocken. Es gibt schon eine Differenz von den Leuten, die eben genau, sagen wir jetzt, in die Toskana fahren, um dort am Strand zu sein. Es war ja schon eine Entscheidung, dorthin zu gehen und nicht einfach im Zimmer rumzuhocken.
also ich finde es schon, das hat ja eine Qualität, der Ort und die Sonne und das Meer und überhaupt die Umgebung. Genau, dann ist das schon was Besonderes. Man tut etwas, man lebt Toskana, man ist dort, man erlebt ganz andere Menschen, andere Kultur, man isst ganz anders, man bewegt sich anders. Das ist doch alles andere als das, was eigentlich sonst beworben wird, nämlich Ferien sei einfach nur nichts zu tun. Mhm. Diese Form von Werbung, zu sagen, wir Menschen brauchen eine Auszeit von allem, mhm, das halte ich genauso, wie du es auch am Anfang gesagt hast, für eine Irreführung, mhm, weil wir doch als Mensch immer irgendwie auf der Suche sind. Wir können nie ablassen, habe ich den Eindruck. Aber das interessiert mich jetzt doch noch. Also, was machst du denn eigentlich in den Ferien? In Ferien? Ich bin sehr anstrengend. Ich bin da und ich versuche, meine Ferien wegzukriegen. Deshalb faken wir jetzt auch nur Ferien. Ja, ich möchte nicht mit einem anstrengenden Menschen in die Ferien fahren. Ich bin anstrengend, aber dann nur romantisch. Also, ich suche nach alten Büchern. Ich versuche, die Kunstszene kennenzulernen, ich suche nach der örtlichen Musik, aber in keiner Weise diese typisch touristische, und diese touristische Orte sind einfach nur wie eine Orte, wie wir vielleicht hier sitzen, so Ferien gemacht, alles ist da und man will uns mit Buntheit etwas, Entspannung verkaufen. Und ich glaube, alles, was käuflich ist, tut uns eigentlich nicht gut.